Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen bei Fadenfreundin. Ich möchte euch heute meinen E-Spinner zeigen. Der besteht aus einem Spinnflügel von Ashford, der über einen kleinen Motor betrieben wird. Den haben wir hier ein bisschen mit Vlies gepolstert, dann ist er ein bisschen leiser. So, angetrieben wird er hier auf der anderen Seite von so einem kleinen Kästchen, das den Strom von dem Netzteil da hinten bekommt. So, hier gibt es so eine ganz kleine Menüführung, da kann man einstellen, mit was man das Spinnrad betreiben will, bis welche Geschwindigkeit der Motor sich maximal drehen soll. Genau. Ich kann außerdem einstellen, ob ich will, dass dein Spinnrad sich rechts oder links rumdreht. Ich kann das Spinnrad bedienen mit diesem Handrad hier. Mal auf Start und dann könnt ihr sehen, dass der Spinnflügel sich dreht. Ich kann meinen E-Spinner außerdem über das Fußpedal betreiben, das hier auch an der Kiste angeschlossen ist. Ich kann mich also entscheiden, möchte ich über das Handrädchen oder über das Fußpedal mein Spinnrad betreiben. Ich benutze jetzt eigentlich nur noch das Handrad. Früher, am Anfang, habe ich das Fußpedal oft benutzt. Aber jetzt ist es auch ganz toll, wenn man im Sessel einfach die Füße hochlegen kann und einfach mit dem Handrad spinnen kann. Wenn mein Spinnrad sich dreht, und mir reißt der Faden und ich will, dass es sofort ausgeht, dann drücke ich einfach hier und dann ist es aus und zeigt mir auch noch die Geschwindigkeit in Prozent, mit der ich gesponnen habe, sodass ich dann ungefähr weiß, ja, wo bin ich eigentlich, wie schnell spinne ich. Ich kann dann sofort wieder weitermachen oder einfach auf 0 drehen und wieder ganz langsam beginnen. Genau. Hier hinten habe ich noch kleine Rundstäbe in die Platte gebohrt, auf denen liegen die Spulen. Das ist ganz praktisch beim Zwirnen. Dann habe ich hier meine zwei Spulen für den Faden nach vorne und zwirne dann hier mit dem Spinnflügel. Ja, das war es auch schon. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja jetzt ein neues Projekt im Kopf. Die ganzen Informationen findet ihr im Internet. Der Link dazu ist in der Infobox. Ja, viel Spaß beim Nachbauen. Tschüss, eure Fadenfreundin.